Initializing interface. Loading video protocol. Fragmentating data source, please wait. Complete. Commencing playback. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ist der Ton noch aufgenommen alles? Natürlich, und danke fürs Reinquatschen. Ein herzliches Moin Moin. Herzlich willkommen und Moin Moin zur neuen Folge von 7 Days to Die. Mit mir, dem Ragnar, und dem sich nicht zurückhalten können, Bektrikowski. Ne, wir heißen euch willkommen in unserer neuen kleinen Heimatstätte, die da heißt Fort Weltuntergang oder so. Es ist schnell zusammengeklöppelt und ja, noch nicht fertig. Fort Grippe. Fort Grippe, genau. Ja, wir sind beide ein bisschen krank. Waren heute beide netterweise beim Arzt und sind jetzt beide krankgeschrieben. Und ja, was man so macht, wenn man krankgeschrieben ist, man erholt sich am PC und verprügelt Menschen, denen es noch viel schlechter geht. Zombies. Ja. Naja, fällt das in der Mensch, ja, ne? Ja, ich denke schon. Menschenähnliche Dinge. Ja, Patrouille machst du erstmal, ja? Okay, oh, das war, glaube ich, laut. Also bei mir war das laut. Ja, ich hab's gehört. Gut, wo wollen wir denn hin? Ich weiß nicht, was steht an? Ich habe keine Ahnung. Hast du irgendwas Spannendes entdeckt? Nö, überhaupt nicht. Wir könnten also, okay, erstmal zur Klärung, der Herr Gowski und ich haben da hinten die Hütte noch leer gemacht und sind jetzt etwas besser ausgerüstet, haben tatsächlich automatische Waffen gefunden. Super geil. Können wir gleich mal zeigen, wie toll die sind. Pauz. Zweimal daneben geschossen. Ich bin schon echt krank. So. Und ja, ich würde hier einfach mal Richtung Westen die Straße hochgehen. So dann, auf geht's. Ne, mal gucken, was da ist. Hier im näheren Umfeld haben wir so ziemlich alles geklärt. Ne, hey, wieso ist die Turret nicht aktiviert? Ich habe doch extra Munition gebaut. Ich weiß es nicht, warum du da deine Unfähigkeit nur Beweis gestellt hast. Fick dich doch einfach, Alter. Ich habe da Munition reingefüllt. Die andere funktioniert. Warum funktioniert die nicht? Oder hast du die Munition daraus geklaut? Vielleicht ist sie kaputt. Hast du mal da? Repariert. Ich habe sie repariert. Ich habe meine wertvollen Reparaturkits für diesen Scheiß geopfert. Ja. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wo es hier hingeht, was hier Schönes ist. Ob hier was zu holen ist. Wieso wartest du nicht mal? Du bist immer alleine unterwegs. Weißt du? Die Ragnarsche One-Man-Show. Ach du komm. Ja, es ist doch so. Nee, beim letzten Mal habe ich dich eine halbe Stunde alleine quatschen lassen, bis ich angefangen habe mit Aufnehmen. Also ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Das hast du ja rausgeschnitten. Und du hast übrigens noch die eine halbe Stunde alleine bei dir gemacht, was ich auch verstehen kann. Ne? Ja, du musst dein Ego ja so stark pushen, dass du auch noch eine halbe Stunde alleine bei dir zocken musst, du Ego-Center-Chef. Du wolltest ja nicht mehr. Weißt du, was kann ich dafür, wenn du nicht mehr willst? Es war mitten in der Nacht. Ja. Und? Kann man mitten in der Nacht nicht spielen, oder was? Es gibt auch noch Menschen, die versuchen zu schlafen. Ich meine, man sieht, dass ich schlecht schlafe. Ja, und ich versuche mir das immer wieder abzugewöhnen. Also, was schlafen? Ja, halte ich ja für völlig überbewertet. Guck mal, da oben ich ist was. Das ist auch unfassbar. Was ist denn das? Ein dicker Betonklotz. Klingt doch erstmal nicht verkehrt. Naja, auf jeden Fall ist die nächste Blutnacht ja so ein bisschen incoming. Oh, Tag 5, ja. Ja. Hast du die Blood Moon Range eigentlich auf 2 Tage gelegt? Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt gemacht habe. Ich glaube nicht. Ich habe das, glaube ich, deaktiviert, weil Entschuldigung. Du mir zu mimöschenhaft warst. Und jetzt schon beim Schwierigkeitsgrad so rumgemault hast, da würde ich jetzt nicht noch auch das mit reinbringen. Was denn? Sei mal nicht so. Was hast du gesagt? Brauchst mir hier gar nicht kommen mit deinem Speer, Alter. Ich hab einen Hammer. Hammer, Junge. Was? Ne? Ab in Hardware-Laden. Perfekt. Ja, super.
denn auch noch Sound an, Alter. Schieb's dich gerne. Pass auf. Ich schreibe gerade mit Timo Rose, das ist ein bekannter deutscher Regisseur. Regisseur. Und ich habe eben gerade die Nachricht bekommen, dass es nächstes Jahr im Oktober eine Kaiju-Con in Hamburg geben wird. Der Hammer. Okay. Und rate mal, wer da am Start ist. Der Minigowski. Ja. Ja, das klingt als der ist natürlich auf der Con in Uelzen dabei. Und dann auch noch in Hamburg. Wupp, wupp. Ich glaube, hier waren wir schon. Nee, Holzruhe ist noch neu, aber da war nichts drin. Ja, aber ist ja erstmal eins cool. Obwohl, mir kommt das hier irgendwie bekannt vor. Ja, durchaus. So, ich habe mir erstmal eine Kerze geholt. Wir haben hier eine Workbench. Das ist einfach. Unfassbar. Naja, da wir keine haben. Man kann die aber auch nicht abbauen, ne? Wahrscheinlich nicht, nein. Wollen wir es mal probieren? Und unsere einzige Möglichkeit, irgendwas zu craften, kaputt machen? Ja. Ja, geht doch, gut, wir waren hier schon mal die Nachttische und alles in der. Nee, ich kriege hier Ressourcen, das bringt gar nichts. Da lasse ich die lieber heilen. Gut, dann gucken wir mal weiter. Aber. Hier ist alles leer. Ja, ja. Ich höre, gehen wir weiter. Die Straße ist lang. Wo waren wir schon oben? Und gabelt sich da vorne. Das finde ich, glaube ich, nicht schlecht. Alter, ernsthaft, du blöder Penner. Rabimmel, bleib liegen, ey. Rabimmel ist jetzt übrigens ein Hashtag, ne? Echt? Ja, habe ich gemacht. habe ich kreiert. Nee, kreiert nicht, aber du ist ja irgendwie so, schon so ein bisschen ein Markenzeichen von dir, dass du immer Rabimmel sagst. Echt? Ja, finde ich schon. Ja, jetzt geht es wahrscheinlich allen Menschen auf den Nerven und alle die abonnieren. Wenn du jetzt Schnauze halten, ja, alle 33, übrigens Glückwunsch zu 33 Abonnenten. Alle 33 Abonnenten jetzt bitte wieder deabonnieren, denn Ragnar mag Rabimmel nicht. Ich habe dir übrigens einen Party-Invite gesendet. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wo du jetzt bist. Nimm das mal an, ich will wissen, du bist. Ich habe Angst am Ende. Ich bin hier vorne. Komm, mein Hase. Schnuppel. Ich glaube, ich habe ein Militärcamp gefunden. Ich kann wieder auf eine Mine treten. Ja, das ist lustig. Ja, geht so. Der Mensch steht und flucht. So, auf jeden Fall ist hier, vielleicht ist das ein Sommercamp, wo sie lernen, selbst Mais anzubauen. Super gut. Es ist gar kein Militärschutzpunkt. Und wenn hier jetzt doch Minen liegen, finde ich das ein bisschen witzig. So, ey, Chica, komm her. Hier. Rums. So, da hustet er schon wieder ins Mikro. Ganz schlimm, ganz schlimm. Es tut mir leid. Jetzt kommt hier schon wieder so ein scheiß Walcher angeflogen. Oh, ich hab ein Messbär hier. Hup. Ich hab einen Stein gefunden. Ja, scheiße. Siehst du, meine Unfähigkeit ist kaum zu glauben. 3 Jahre später finde ich den auch ein. Muss ich dir erst den Magen retten? Ja. Ne? Hier ist nicht mal ein Zombie drin. Wie öde ist das denn? Hier gibt's echt nur scheiß Essen, Alter. Ein Rappel. Kann ja nicht mal was Cooles sein. Wildbret-Eintopf. Oh, das ist schöne neue Animation. Sieht aus wie ein Foto. Den haben sie, glaube ich, extra gekocht, um Aloe Vera sagen. Und dann abfotografiert. Ah, hier ist ein Zombie. Ja, der will nicht. Ey! Oh, komm, wenn ich jetzt schon den Arm abhab, dann mache ich den Rest auch noch ab. So. Ich bin stumpf in den Hals gehackt hab. Na komm. So. Gleich haben wir einen Bumsklumpen. Zack, Bumsklumpen. Bitteschön. Oh, Big Mama will. Die hat Bock auf Spielen. Hatte. Er liegt am Koffer. Sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass die, wenn du deine Waffen einfärbst, dass da keine Schadensboni mehr drauf geht? Ja, ich weiß, das haben sie ja genau deswegen geändert. Ja, weil das war auch schwachsinnig, ne? Ohne Frage. Oh, endlich ist es bunt. Jetzt habe ich viel mehr Schaden. Mein Selbstvertrauen schießt in grenzenlose Höhe. Ja, wenn es giftige Lackfarbe ist, wer weiß. Ja, guck mal, da hinten ist noch ein Häuschen. Wo da hin? Ich will jetzt mal Müll. Richtung Süden. Ja, komm. Friss, was ich wegwirf. Da.
Och Mann, ich wollte. Och, du bist so ein egozentrischer Bastard, Alter. Das Alter, ist kein, dass du keine Freunde hast. Weißt du, ich schieß dem Zombie in den Rücken, der auf dich losmarschiert, und du nennst mich egozentrisch. Was bist du denn für ein Assi, ey? Ich bin gerade auf sie zugelaufen, weißt du? Ja, noch schlimmer. Läufst in dein Verderben. Ich hab einen Speer. Ich hab einen Speer. So, wolltest du jetzt in welche Richtung? Ja, hier. Süden. Ja, hier. Süden. Ich habe Süden hinzugefügt. Jetzt sei mal nicht so klein hier. Guck, nebenbei finde ich noch ein bisschen Blei. Unfassbar. Ja, nehmen wir gleich mit. Vielleicht haben wir auch irgendwann der Workbench und können uns wirklich Munition craften. Wäre ja der Shit. Was brauchen wir eigentlich für eine Schmiede? Hast du da schon mal geguckt? Nee, habe ich noch gar nicht. Ich meine, damit könnten wir ja zumindest mal anfangen. Den ganzen Scheiß einschmelzen, den wir so haben. Ich glaube kaum, dass sie da was am jetzt muss geändert haben, oder? Doch, du brauchst keinen Blasebalg mehr. Stattdessen brauchst du jetzt lehmige Erde. Lehmige Erde? Hm. Leder, lehmige Erde, Klebeband und kurzes Eisenrohr. Das haben wir eigentlich alles schon da. Können wir nachher mal eine bauen. Die können wir auf jeden Fall schon mal einschmelzen, wenn auch noch nicht verarbeiten. Das stört mich tatsächlich ein bisschen, dass man die Workbench irgendwie nicht vernünftig bauen kann. Das ist ja wirklich ein Glücksspiel, ob du die scheiß Schematik findest oder nicht. Ja. Ja, also wird man das über ein Skilltree irgendwie freischalten können, wird mir das, glaube ich, sogar schon reichen. Die beiden Entwickler hört auf den großen Ragnar. Ganz bestimmt macht das Sinn. Obwohl, der eine, der immer mit denen mitgestreamt hat, ist ja Deutscher, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Das weiß ich nicht. Doch, doch. Wo bist du denn, Junge? Ich hab gerade einen Zombie getötet. Ach, also ich hab die Hülle da hinten schon mal fertig. Ich frag mich, warum ich eigentlich immer nur 1111 Erfahrungspunkte bekomme. Naja. Mehr krieg ich nicht. Ja. Wahrscheinlich, weil das die Erfahrung ist, die man für einen Zombie bekommt. Also auf meinem Spielstand, da kriege ich weit über 2000. Und wir haben die gleichen Einstellungen. Ja, es gibt ja verschiedene Zombies und die haben auch verschiedene Dingswerte. Die. Erfahrungswerte. Also so zum Beispiel eine Big Mama gibt zum Beispiel mehr. Da. Auch als du gerade geschert hast, 1111. Ich krieg nur alles, nur 1111. Oh, mehr bekomme ich nicht. Auch. Krieg ich halt auch immer. Aber warum? Wie, warum? Ist als wenn du fragst, warum rot rot ist. Er packt gleich wieder die Pumpgun aus. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. Ja. Da drängelt er sich schon wieder nach vorne. Er ist doch ja, so ein... Entschuldigung, ich hab einen Hammer in der Hand und du eine Schusswaffe. Vielleicht ist es schlau, wenn ich vorgehe. So. Schlock, schlock. Wie, kann man nicht aufmachen? Was ist denn hier los? Ah, da war eine Scheibe vor. Oh, ein Militärhelm. Geilo. Ich habe Munition für dich gefunden. Das ist auch schön. Das nehme ich auch. Hier ist ein Stahlspeer. Hier ohne mich. Ich stecke dir hier mal deine Munition rein, sitze einen Schuss. Ja, mach das mal. Hier ist noch ein Eisenspeer. Level 1. Alter. Naja, muss gucken, ob er mehr Schaden hat. Ich muss mal gerade umrüsten. Nehmen. Modify. Natürlich habe ich dafür jetzt keinen Platz. So, weg damit. Dann. Modify. Ach, scheiße, da kann ich nur eins reinbauen. Das ist ja ärgerlich. Hier ist schon wieder ganz schön Action, ne? So. Tragen. Steel Armor Parts, Banding Armor Plating. Gucken wir doch mal, was habe ich hier eigentlich für eine Rüstung an? Eisenrüstung. Nö.
So, abschließen. Machst du da schon wieder Stress? Ist ja wohl ein Unding. Ich verteidige mich nur. Ich verteidige mich nur. Scheiße, habe ich gerade meine Rüstung zerlegt? Ich glaube, ich habe gerade meine Rüstung zerlegt. Nö, habe ich nicht. Hä? Was habe ich denn da gerade gemacht? Ah, ich habe sie repariert. Gut, das ist natürlich in Ordnung. So, welche sind denn hier besser? Minus 8, minus 4, definitiv die. Noise Reduction finde ich ja erstmal gut, ne? So, tragen. Was habe ich denn hier noch? Steel Gloves. Modify. Rennen damit. Abschließen. Und anziehen. Sledgehammer. Ich hätte gerne eine Stufe 2 Sledgehammer. Das finde ich total schön. Ach, auch nur eine. Scheiße. Ich kann meine Waffen nicht mal modden, weil die alle einen zu niedrigen Level haben. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, ganz klar. Wo ist denn der Herr? In der Pause. Achso. Das war ja wieder relativ lame. Geht's hier irgendwo runter? Ist hier eine Treppe oder so? Nein. Ätzend. Was ist denn das für eine langweilige Ecke der Welt hier? Ja, Hauptstraße oder Nebenstraße folgen? Zombie. Zombie. Entschuldigung, konnte ich mich nicht nehmen lassen. Nee, Alter, Müller, fick dich einfach hart. Was denn, ist er noch da? Ich finde das echt nicht witzig. Ach doch, ich konnte ein bisschen schmunzeln. Möchtest du Hilfe haben oder möchtest du ihn alleine liegen? Ich bin schwer versammelt. Das ist dumm. Ja. Alter, wieso trifft der denn nicht? Was ist denn hier los? Ich habe auch gerade voll durch ihn durchgeworfen. Also da müssen die Entwickler auf jeden Fall nochmal ran. Irgendwie ist das von Stranger. So. Was denn? Komm her, komm her, komm her. Ich komm mal hin, komm mal hin, komm mal hin. Wo bist du denn? Hier, hier, hier. Ja, 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 ja. Er backt hier gerade so ein bisschen rum. Echt? Bei mir gar nicht so. Also der zittert halt ein bisschen. Er steht und zittert ohne Kopf. Bei dir? Bei mir liegt er und zittert. Und ja, ist jetzt halt... Ja, jetzt ist er verschwunden. Despawned. So. Aber irgendwie ist ja auch nichts vernünftig in Sichtweite, oder? Da zappelt ein einsamer Zombie. Das nervt mich ein bisschen. Ein bisschen mehr sogar. Hier muss aber was gehen, Junge. Kann nicht total tote Hose sein. Ist das eigentlich ein Navescan oder hast du... Nö, nee, ist random. Eigentlich... Ich habe mich doch in der ersten Folge beschwert, wie lange es dauert. Das stimmt, ja. Mhm. Ich habe auch meine dritten Karte, habe ich jetzt endlich mal grünen Fläche gefunden. Das ist schön. Nach wie viel Versuchen? Und wie viel Frust? Nach zwei Karten. Ach, die dritte Karte hatte endlich mal was Grünes geboten. Wie gesagt, auf der ersten Karte nach circa 10 Minuten warten, wenn nicht sogar noch länger. Ne, wo spawn ich? In einer verseuchten Stadt, wo ich sofort von unten angegriffen werde. Und ich da auch nach einer halben Stunde kein einziges grünes Fleckchen oder Schnee oder sonst was gefunden habe, sondern nur verseuchtes und verbranntes Gebiet. Zweite Karte, exakt das gleiche, nur halt, dass es nicht verseucht war, sondern nur verbrannt ist. Schön. Ich habe übrigens eine Stadt gefunden. Phänomenal. Richtung, für dich müsste es Nordwesten sein. Achso, du müsstest es auch gleich sehen. Ich folge dir einfach mal. Ja, das war der Sinn der Sache. Oder ist das die, aus der wir kommen? Nee, ist eine andere. So, warte mal, ich noch ein paar Fertigkeitspunkte. Keine Skillpoints, Alter, was sind hier los? Das ist ärgerlich. Hier ist auch wieder so ein Military Camp. Scheiß USA, ey. Alles vollgeschissen mit Military Camps. Und wieder USA. So eine USA.
Und guck mal, das ist irgendwie so eine große Getreidefabrik oder so. Das ist ja Shamways. Da habe ich eigentlich gar nicht so Bock reinzulatschen. Ich meine, Essen ist nur wahrlich kein Problem, oder? Nicht wirklich. Aber vielleicht gibt es auch noch coolen Stuff. Ja, bist du gestorben? Ich? Nee, wieso? Weil sie irgendwo Minen waren. Wahrscheinlich bei der Military Fortress da drüben. Warte mal. Ja, oder wir nehmen erstmal die Militärbasis da auseinander. Ne? Macht ja auch Sinn, dass sie erstmal hier das Essen beschützen. So, wieder ganz viele Minen. Ragnar versucht wieder mal nicht zu sterben. Naja, komm. Das steckt mir. So, was geht hier im Graben? Da ist schon mal ein Fräulein. Potz. Oh. Das klang aber böse. Das wow! Ein Hund. Fucking Hund. So, eine ist. Pass mal auf, hinter dir. Ja, hinter dir auch. Einer ist weg. Der zweite auch, glaube ich. Nee. Voll auf die Mütze. So. Rums. Es regnet Erfahrung. Ist aber Bambule hier, du, meine Herren. Oh, super, ist der durch den scheiß Boden geglitscht und dadurch habe ich ihn nicht getroffen. Wow. Oh, fuck. Erstmal verbinden. Komm her, mein Freund. So. Oh, der ist sauer. Und ich out of stamina. Du lebst ja immer noch, du Bastard, ey. Meine Güte. Der war aber hartnäckig. Der hat einen Helm auf gehabt, Mann. Helmpflicht! Helmpflicht, Junge. Ja, das passt ja. Ich hab gleich mal ein bisschen was zum Heilen gefunden. Voll mit irgendwelchem Scheiß. Willst du eigentlich eine Sonnenbrille haben? Also so klar. Aus deinem Zielempfinden heraus? Hier liegt eine Sonnenbrille. Jetzt hör auf zum Maul, dass ich den Zombie, der auch direkt neben mir stand, abgeschlachtet habe. Der stand nicht direkt neben dir, Alter. Alter, natürlich! Hier war Hundestaffel. Hast du die Sonnenbrille genommen? Ja. Nee, was bist du so angepisst, ey? Weil du ein egozentrischer Bastard bist, Alter. Oh, das ist zum Kotzen mit dir. Das macht man mal echt keinen Bock. Du Maulfix. Nee, ist doch so. Immer nur so. Ragnar. Ragnar. Immer das Gleiche, nee. Du bist so ein egozentrischer Wichser. Danke. Und Schlafsack. Ich hab dich auch lieb. Ich weiß. Yeah, ich hab eine Blue Denim Jeans gefunden, die grün ist. Ich hab Stahlbeinchen gefunden, die blau sind. Unfassbar. Hier oben liegt noch Munition für dich. Eine Double Barrel Shotgun, falls du willst. Nö, kannst du legen. Gut. Hier oben auf dem Turm. Brauch ich was zu essen? Ja, leichter gesagt als getan. Nehmen wir die Erde, brauchen wir nicht. Hast du eine AK? Nö. Willst du eine AK? Ja. Also ist halt Level 1, aber naja. Achso, denn nicht. Achso, den zerlege ich dir auch. Ja, ansonsten ist da weitestgehend Müll drin. Ein Pinsel, oh, eine Schaufel Level 5, die will ich aber haben. Die will ich aber haben. Dass ich jetzt eine Dose Birnen. Oh, Alter, wie ich maßlos überfüllt bin. Scheiß auf die Suppe. So, geschmiertes Eisen ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich so dringend brauche. So, ich bin schon wieder knüppelvoll. Und ohne Wasser losmarschiert, ist auch schlau.
Zack. So, das war's hier so ziemlich, ne? Das Chalet. Was ist da mit der Horchstation? Wollen wir uns die auch noch gönnen? Ich meine, das hat ja wenigstens einen Anflug von militärisch. Ja. Oder soll das einfach nur eine pimmelige Baustelle sein? Ich kann es dir nicht sagen. Ja, bevor ich da reingehe, würde ich hier einmal mein Inventar zwischenspeichern. Beziehungsweise einmal rüberpacken. Damit ich nicht so ultra hart encumbered bin. So, dann gucken wir mal. Oh, das geht nicht gut. Hinter dir. Oh. Ja, ich merk's. Was? Dieses Durchschlagen ist echt dezent nervig. Meine Güte. Man freut sich wieder, mich zu sehen. Meinst du? Ja, ja. Abschließen. Willst du meine Eisenbein schieben? Nee, Level 6? Achso, ja, nee, gib her. Ich hab nur Level 4. Zack, liegt hier unten. Was ist denn hier für ein Alarm, Leute? Kann man ja angehen. Och, ne. Ja, schon eher. Ja, diese ultra harten Tore, ne? Kann man ja angehen. Kannst du jetzt mal mithelfen, du dreckiger Zombie? Wohl eigentlich kann ich dir auch mitten ins Gesicht schießen. Wieso? Guck mal, eine Kerze kannst du doch schon mal wegschmeißen. Was? Warum, ich liebe Kerzen. Warum nimmst du sowas nicht? Ich liebe Kerzen. Ich bin romantisch. Ey, ich bin romantisch. Warum? Weil ich voll romantisch bin, Alter. Oh, Scheiße. Dass du so unfassbar überladen bist, wenn du so eine sinnlose Scheiße mit dir rumschlägst. Aber ich bin romantisch. Weißt du, ich wollte einen schönen romantischen Abend für uns beide vorbereiten. Weißt du, beim nächsten Mal hätte ich dich mit einem dämlich du eigentlich bist, Alter. Im Kerzenschein wollte ich dich erwarten. Weißt du? Ich hätte um dich rum einen eigenen Raum gebaut. Ich hätte mir gemerkt, alle, wo du gespawnt bist. Alle 33. Die abonniert diesen Kanal. Ja, der ist doch nur langsam echt gelutscht, der Spruch, oder was? Mit alle 11 war es sowieso los, Digga. Das stimmt allerdings. Die lebt noch. Ich bin den Speer. Brauchst du Hilfe? Nö. Gut. Dann kann ich ja hier fleißig weiter auf den Stein einkloppen. Plomb. Ja, toll, beim letzten Start kommt's angeschissen, ja. Alter. Ich mach mir hier die Mühe, weißt du? Dich wollte ich mit dem Candlelight-Dinner überraschen, weißt du? Candlelight-Dinner for two. Ja. Mindestens. Was ist denn das hier? Wollte ich mich verarschen? Achso, hier immerhin ein Tresor. Lockpick, Baby Lockpick. Oh, die muss man echt aufkloppen, ey. Warum hat man Lockpicks, wenn man damit nicht alles aufschließen kann? Ist doch total dämlich, oder was? Don't know. Ich habe das Gefühl, ich werde hier gleich überrascht. Ich guck gerade, ich sehe draußen aber nur. Ach doch, da ist jemand. Bing Bong. Kommst du klar? Alles coolio. Jo. Gut. Was haust du da kaputt, sag mal? So, was haben wir denn hier Schönes? Nur Müll, eine Armbrust und ein Baseballschläger. Der ist neu, oder? Baseballschläger? Ja. Was ist ein Baseballschläger? Ich glaube, seit dieser Version. Ansonsten ist hier wieder nur Scheiße dran. Also wirklich nur Scheiße. Aber ich will mal die. Das hat mir ja den nächsten Spiel. Warte. Wie? Ich hab doch hier gerade. Achso.
schon ausgerüstet. Ich habe jetzt erstmal die Armbrust. Ich muss mir jetzt sehen, dass du nicht rauskommst oder was. Ich muss mal einen Probeschuss hier irgendwo landen. Ich brauche einen Zombie. Zombie, ja. Das ist aber ganz schön flink unterwegs, der Baseballschläger. Das klingt doch erstmal sehr gut. Vielleicht solltest du ihn ausprobieren. Hab ich gerade vor. Boah, was hat denn der an Damage? Ungemoddet 25, aber meine normale Bat hier, mein Knüppel, ja, der hat gemoddet schon 25. Okay. Aber das Dumme ist, ich kann da nur einen Mod reinmachen. Ja, das ist Level 1, ne? Nee, Level 2. 2. Ja, gut. Oh, ist ganz schön leer. Ich glaube, die wollen hier rein. Oder raus. Unfassbar, ich habe jetzt eine Lucille. Eine was? Eine Lucille? Oh, wo waren das noch? Walking Dead. Genau. Oh. Was denn? Also es macht Spaß, ihn zuzuschlagen, tatsächlich. Ja, schnell ist immer ganz cool, ne? Oder kann cool sein. Oh, ich bin durstig. Ja, wenn man dann natürlich nicht mit durchhaut durch die Gegend, ne? Ja. Lass das mal lassen, Digi. Das ist zu groß und zu lang und zu viel und nee. Und nee. Das verrecken wir wieder tausendmal. Jetzt bin ich schon drin. Okay, also zumindest hier den Raum mache ich jetzt leer, weil sonst kommt hier der geschissen. Alter, wie ich wieder tausendmal daneben geschossen habe. Oh, die haut aber ganz gut rein, ne? Ich hau Klappe einfach durch, das ist nicht zu fassen. Naja, jetzt in der Scheiß. Na toll, jetzt habe ich auch noch Blutungsschaden. Ist doof, brauchst du einen Verband? Oh, ja. Hinter uns. Ich sehe es. Alter, aber Gas gegeben jetzt hier. Alter. Ich bin infiziert. Das ist doof. Lebst du immer noch, oder was? Willst du mich verarschen? So, Ruhe jetzt. Oh, ich habe Antibiotika. Sehr schön. Das ist... Manchmal passt's. So. Oh, das war doch spaßig. Ich fand das gut. So, mal sehen, ob ich hier was zu trinken finde. Ja, hat irgendwie ist so ein Shamways jetzt auch nicht wirklich einladend, oder? Nicht wirklich. Nur irgendwas mit Waffen wäre schon cool. Irgendwie habe ich hier gerade Mikro-Lags. Ganz fies. Die hat mir voll auf den Sack. Ah, ja. Und was zu trinken. Perfekt. Bin ich hier schon glücklich. Maja. Zack. Wenn auch nicht viel. Na gut. Naja. Gut. Wollen wir weiter gucken, denn was? Ja, das ist zu groß. Außerdem, das ist genau das gleiche Schema wie in jeder anderen Fabrik auch. Das stimmt allerdings. Ich habe hier ein bisschen Shotgun-Munition für dich eingesammelt. Ich würde mir trotzdem die eine Halle, die wir jetzt geklärt haben, ja mal angucken. Zumindest die Kisten hier. Oh ja, oh ja. Hier ist... Wow. Lass mich raten, tausende Bauarbeiter? Ja. Ja, das ist doch immer das Gleiche, diese Scheißhallen. Lass hier raus, das nervt. Ja, aber ich möchte zumindest die Kisten da oben haben. Darf ich? Männer, was ist denn hier los? So.
Und gleich haben wir sie alle. Zack. Das ist so eine Munitionsverschwendung, ey. Ja, nun haben wir sie auch gleich. Außerdem ist es niemals Munitionsverschwendung, wenn es Erfahrung gibt. Ey, man schießt sogar durch die Gegner durch. Das kann nicht wahr sein. Toll, jetzt hat er nichts. Es ist... Brauchst du Hilfe? Ja, es ist manchmal dezent nervig. Aber hier ist ganz viel... Das häuft sich aber jetzt mittlerweile. Scheiße. Ja, irgendwie schon. Machine Gunner. Fully automatic boots has an increased chance to ragdoll an enemy with each hit. Das ist doch schon mal cool. Ich hab ja wohl verstanden. Ja, ich kann den wegschießen. Den Penner. Wen? Jeden. Mit Machine Gun halt. Yay. Ich find's jetzt nicht gut, oder was? So, den können wir von mir aus wieder rausziehen. Nein, können wir nicht. Ich habe nämlich gerade einen interessanten Raum gefunden. Okay. Wo bist du denn? In einem Raum. Ach. Aber wo? Ich kann dir nicht sagen, wo. Ich bin in irgendeinem Raum. Bist du nach oben gegangen? Bist du nach Nein, oben ich bin noch im Erdgeschoss. Okay. Das ist doch schon mal eine Info, mit der ich arbeiten kann. Alter, ist das hier verwinkelt. Was eine Scheiße. Kriegt mir ja gar keine Macke. Weapons Bag gefunden. Yeah, Metal Spikes Mord. Hammer. Das klingt doch ganz gut. Und Tresor ist ja auch noch. Hier ist noch was für dich eventuell. Was ist das, ne? Da musst du reingucken. Ja, kannst du dir was sagen, was es ist, oder was? Burning Shaft Mod. Vielleicht funktioniert die ja jetzt besser. Wäre schon mal was. So, klappen wir mal Tresor auf, wa? Was denn? Guck dir mal meinen Totschläger an. Sieht aus wie von der Black Metal Band. Oh ja, sieht echt gut aus. Den nehmen wir. Rabimmel, Rabimmel. Alter, wieso hört er immer wieder auf zu schlagen? Ey, ist voll nervig. So, dann modde ich jetzt erstmal meinen Hammer. Modify. Bunker Busted Mods. Okay, nett. Ich probiere mal die. Das ist noch ein bisschen zu viel. Chances Slow Victims. Das gehört? Ja. So. Danke. Wie ist denn bei dir die Performance jetzt? Ganz gut. Dann ist der Burning Shaft ja vielleicht gar nicht mehr so scheiße. Sieht doch besser aus. Echt? Ja. Ist nicht mehr pink? Nee. So, ich glaube, bei mir pink, oder? Ja, immer mal. So, gehen wir raus, oder? Ja. Gut. Ich möchte überhaupt, wir haben das Wichtigste... weggeräumt. Ich möchte also behaupten, dass ich Heilung brauche. Ich habe Schmerztabletten, wenn du willst. Davon habe ich auch zwei. Gut, gönn die. Die drainen immer so extrem die Wasseranzeige. Findest du? Also, ja. Das erzählst du mir ja immer wieder. Aber also früher auf jeden Fall. Ja, also ich habe da gar nicht mehr so das Riesenproblem mit. Ich bin Rechner, ich habe keine Probleme. Doch, ja, also das kann ich nun wahrlich nicht sagen, dass ich keine Probleme habe. Ne? Mehr als genug. Aber damit nicht. So, jetzt kommt hier erstmal ein paar Sachen weg. Was kommt denn hier zum Beispiel weg? Scheinwerfer behalten wir mal. Oh, das Feuer macht mich gar nicht kirre, wa? Ich weiß nicht, ob es sich kirre macht. Ich weiß es und es, ja, es tut's. Entschuldigung. So. Ach, jetzt will ich jetzt auch unbedingt. Ach, scheiß auf Holz. Ach,
Scheiß auf Armbrustbolzen, Scheiß auf die Armbrust. Gib den erstmal hier hin, den Eisenhelm können wir auseinandernehmen. Lüfter fehlt ja für Autos, ja, scheiß drauf. Den Messbecher würde ich ganz gerne mitnehmen. Ach, scheiß auf die Eier. Vitamine fressen wir fix. Spiritus, Spiritus, Spiritus. Scheiß auf Spiritus. Die Munition nehmen wir mit. Tierfett würde ich auch ganz gerne mitnehmen. Wir sollten abladen gehen, oder? Ja, tatsächlich. Wir sind recht voll. Die Eisenbeinschienen. Wo die mitnehmen? Die kann man zumindest gut verkaufen, ne? Level 5. Ja. Ja, wir könnten. Aber was ich gesehen hatte, hier ist noch eine Quest in der Nähe. So mehr oder minder auf dem Heimweg. Wollen wir die mitnehmen? Ja, mach. Wo die denn hier? Na, da. Echte Kerle. Ist es das? Ist es das? Ist es das? Ja. Gut, ich teile die dann mal. Muss immer wieder gucken, ne? Share Quest. Müsste bei dir sein, hoffe ich. Ja, ich hab ein weißes Auszug. Okay. Na dann düsen wir da doch mal hin. Dann hast du erstmal abladen zu Hause. Das können wir auch. Oh, ich bin. Fick, warum bin ich denn so hungrig? Alter. Was ist das denn? Das ist wahrscheinlich irgendwas mit den Tabletten zu tun. Nein, die Tabletten können das nicht sein. Ich. Oh, schwierig. Ja, da muss ich wohl noch mal kurz rein. So ist ein Chambé. Mit zu fressen. Er muss halt sein, was soll ich machen? Ja? Ich meine, wir haben hier gerade so einen scheiß Laden geräumt. Meine muss ja, wie ist jetzt? Ja, Papier habe ich gefunden, scheiße. Was fressen wir heute? Papier, Junge! Ja, out of stamina. Früher hatten wir nichts, ne? Ja, nicht mal Papier, Junge. Ein Unterschrank. So, ich hab noch fünfmal Dosenfleisch hier. Jetzt sagst du mir, wenn ich hier wieder reingerannt bin. Leid. Naja. Ich bin halt ein Egozentriker. Ich finde halt auch echt nur Wasser. Gerade nochmal so eine Shamway-Kiste aufgehauen. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich hier, genau, Dosenflaschen und sowas zurückgelassen habe. Oh, mein Iro kotzt mich so extrem an, ne? Warum? Oh. Wieso siehst du den überhaupt? Weil ich gerade meinen Helm ausgezogen habe. So, ich habe zweimal gegessen, das muss reichen. Ich frage mich immer noch, warum meine Figur ein Iro hat. Warum nicht? Warum nicht? Er ist absolut behindert aussieht. Naja, du hast ihn doch gemacht. Ich habe den nicht gemacht. Naja, offensichtlich hast du den gemacht. Nein, du bist dann bei ich mir nicht ins Spiel gekommen. Hab ich nicht. Ich habe mir einen Man-Bun gemacht und Vollbart. So wie im Wahnleben auch. Du weißt schon, dass die Leute dich sehen, ja? Und? Und? Nur Schrott. Scheiß Zombies. Eine Wrench Level 6. Hör auf, hier rumzuschreien. So. Die wiederum will ich auch wieder mitnehmen. Dafür, ich habe noch Steine im Inventar. Warum habe ich Steine im Inventar? Warum? Warum lade ich jetzt nach, anstatt alles zu nehmen? Sontinif. So, weg damit. Was machst du eigentlich gerade Schönes? Ich laufe nach Hause, also zur Base. Dass du ja nicht geschissen kriegst. Warum
bist du jetzt eigentlich? Warum bist du so? Bin immer so. Aber nee. Nein, Michi, nein. Du bist gerade voll. Wir sollten drüber reden. Ja, zweimal. Das ist einfach deine Unfähigkeit, die mich so belastet, oder? Meine Unfähigkeit, sagt mir der Typ, der ständig rumheult, das ist zu schwer, ich muss 5000 Mal auf die schießen. Irgendwas ist gerade mit deinem Mikrofon passiert, das hat übel in meinen Ohren wehgetan. Ja, das war meine Stimme. Das Spiel ist so schwer. Die halten so viel aus. Das Spiel ist nicht zu schwer. Die Zombies sind einfach bloß viel zu stark für Zombies. Zwei Schläge und Tod, also merkst du doch nicht. Du bist einfach. Bist da einfach zu kleinlich. Du bist zu festgefahren in deiner Zombie-Denke. Was habe ich hier eigentlich für eine Quest angenommen? Echte Kehle. Baumfeller, Mann. Töte ein paar männliche Zombies. Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Da ich dreimal daneben geschossen. Manchmal bin ich von mir selbst erstaunt, wie unfähig ich bin. Und dann ohne Stamina auf eine Alte zu rennen. Die ist nackig! Zieh dir was an! Das ist die USA hier. So laut, Alter. Ich hab Kopfschmerzen. Ich bin so krank. Bist auch wieder wie Möschen heute. Mir geht's ja auch schlecht. Dir geht's immer schlecht. Ja, das ist allerdings sehr wahr. Einem muss es ja richtig schlecht gehen. Was? Wo? Da. Manchmal ruckelt das auch echt fies, ey. Bei mir nicht. Bei mir schon. Ich weiß nicht warum. Ja, wenn du dann eh gleich zu Hause bist, kannst du ja vielleicht schon mal eine Schmiede bauen. Ich hab mich ja jetzt nicht lernen. Ich glaub nicht. Hab's gleich geschafft. Wir sind bei 46 Minuten. Muss nicht mehr lange durchhalten. Schon? Ja. Zack, zack, weg ist die Zeit. Ja. Und was haben wir gefunden? Nischt. Nischt hat's gebracht. Spott und Häme. Ja gut, das ist nichts Neues. Was? Töte ein paar männliche Zombies. Oh, geht direkt los. Ach nee, doch nicht. Warum kam denn jetzt gerade der Sound? Na egal. Ich töte einfach. So, echte Kerle. Aus allen Richtungen kommen sie, ey. Lehmige Erde brauchte ich. Klebeband. Was noch? Kann ich gerade schlecht gucken. Du bist auch so ein unfähiger Typ, ey. Ich bin unfähiger Typ, weil ich gerade campe. Du kämpfst nicht, du drückst Tasten. Das ist eine Form des Kämpfens. So. Ich habe ein paar männliche Zombies getötet. Hört. Und darf jetzt wieder zum Trailer. Ist das nicht nett so? Ich nehme jetzt diese Scheißmod hier raus. Ich krieg eine Macke, ey. Krieg eine Macke, Junge. Zack, zack. Oh, besser. Ich meine, so cool es ist, mit einer brennenden Waffe durch die Gegend zu rennen, ne? Aber wenn die ganze Zeit vor der Linse rumbrennt. Ist das schon dezent nervig. So, und so fett ausgehungert zu sein, ist auch Mist. Was denn? Ich brauche ein Forge-Matic. Echt? Ja. Yeah. Okay, dann scheint das irgendwie doch an Skill gebunden zu sein, weil ich brauche keine.
Dann weiß ich ja, was du gleich zu tun hast. Was schmieden. Ja. Ist nicht weit. Ja, gleich. Ich bin gleich da. Und ich habe sogar noch ein paar Dings hier. Ein paar Fähigkeitspunkte. Vielleicht ist das ja mit der Workbench ja genauso. Dass das nur so mit dieser Schematik angezeigt wird, die damit aber eigentlich den Skill meinen. Wirklich. Aber es ist voll inkonsistent. Vom Spielprinzip her. Das nervt mich. Naja. In soll man es anders deutlich machen? Das kannst du so jetzt nicht so verlangen. Doch, doch, doch. Genau so. Ja, also ich sage, ich will das anders und dann habe ich das verlangt. War dann auch ganz einfach. Ich fände es ja eigentlich cool, wenn um die Basis rum Haufen Junk-Turrets stehen würden. Ne? Dann solltest du die Dinge reparieren. Oder so auf den Mauern. Ja, aber noch sind die Reparaturkits relativ wertvoll. Das kann man vielleicht später machen, wenn man mehr davon hat. Ich muss erstmal was fressen, ey. Meine Fresse. So. Ganz viele Sachen sammeln. Da, zack, zack. Es sind ja nicht die schönen neuen Kisten aufgefallen. Hast du noch gar nichts zu gesagt? Das habe ich dir. Oder ich habe dich gefragt, wann du die gebaut hast, als ich angefangen habe im Spiel. Hast du die geschnitten, ne? Ich habe dir das beim letzten Mal erzählt, dass ich die gebaut habe. Ich habe dich vorhin schön darauf hingewiesen. Okay. Entschuldigung, du warst gerade an der dran, an die ich wollte. Ja, das sind natürlich wieder alle gesperrt, ne? Oh, er ist so ein egozentrischer Bastard. Ja, das ist egozentrisch. Ah. Ja, dass das Spiel es nicht geschissen kriegt, für meine Verbündeten gleich die Touren darauf zu schließen. Ja, jetzt schiebt er das wieder aufs Spiel, weißt du? Ja, natürlich. So wie ich bin. So, wieso habe ich eigentlich 24 Shotgun-Schuss hier auf der Hand? Das ist ja total tenniff. Damit. Ne, das Tierfett kommt woanders hin. Eisenrohr. Und Rute hier auch. Wenn du irgendwann in deinem Basic Level 3, 4, 5, 6 findest, dann sag dir mal wieder ein. Na klar. Das kriegen wir doch hin. So. Oh, warum hakt es denn so, ey? Ich check's halt nicht. Gut, der Rechner läuft schon den ganzen Tag, weil ich heute eine Folge Imperion geschnitten und hochgeladen habe, aber nicht zu faul war, neu zu starten. Das könnte damit zusammenhängen, ja. Oder? Dann beschwert er sich, wenn er 600 Euro Strom im Monat zahlen muss. Ne, 140. Alter Schwede. Ist was anderes. Lack gibt's auf dem Alter. Nee, Entschuldigung, ist jetzt nicht gewollt. Ich brauche noch eine Kiste mit Dings hier. Mit Mods. Du solltest vielleicht mal drüber nachdenken, auf das mal Lichtschalter auszumachen. Passiert sowas nicht. Ja, sag das mal meine Familie. Sag der das mal. Eins öfter. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ja, aber du weißt, dass Nettie dich hauen würde. Wahrscheinlich, ja. Ja. Wir brauchen Eier, Junge. So, Schmiede, Steine, Erde, Leder. Steine, Erde, Leder, Klebeband und kurzes Rohr. So, und dann sollte ich die doch bauen können. Ja, kann ich tatsächlich. Ist im Bau. Und dann gucke ich gleich mal, ob ich die, wo es hier die Workbench gibt. Advanced Engineering. Craft Workbenches, tatsächlich. Habe ich aber schon, Tinkerer. Das sollte ich schon können. Warum kann ich das nicht? Werkbank. Ja, jetzt geht's. Schmiedeeisen, mechanische Teile, Schraubenschlüssel, Klauenhammer. So, haben wir genug Schmiedeeisen. Geschmiedeter Stahl. Wir haben gar kein Schmiedeeisen, das ist auch geil.
Aber wir kriegen ja gleich eine Schmiede. Bauen wir hier ins Häuschen rein, wa? Du? Du. Klingt sinnig. Finde ich auch. Und dann können wir gleich schon ein bisschen Eisen machen. Oder können wir generell gleich Waffen herstellen. Das ist ja super cool. Da bin ich ja irre Fan von. Das ist echt fertig. Und ich wäre sogar KLUK gleich 2 zu machen, ne? 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 Ja. Zack. So, die Schmiede steht. Braucht nur Holz. Haben wir noch Holz? Wir haben natürlich kein Holz mehr. Haben wir nur die Eisenbruchstücke? Das ist ja scheiße. Da ist ja nicht viel von da. So. Wir brauchen Holz, mein Junge. Wollen wir hacken gehen? Kommst du mit hacken? Hack, hack. Rappelle. So, schon läuft das Ding eine halbe Stunde. Ich glaube, ich habe vorne da hinten 400 Holz liegen lassen. Weil ich mir dachte, davon. Schnell gecraftet. Oder gefarmt. Jo. Das ist das größte Problem. Ja, stimmt schon, aber es ist gerade ärgerlich. Ich hätte nicht loslaufen müssen. Zap, zap, zap. So, ich habe 400, du wahrscheinlich auch schon. Das sollte eine Weile vorhalten. Und dann bräuchten wir mehr Eisen. Damit ich recht bald die Werkbank bauen kann. Was ist denn? Amboss haben wir ja auch schon, ne? Mhm. Oh, der Blasebalg ist jetzt so ein Zusatzteil, das du einbauen kannst. Okay. Kannst du den herstellen? Wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich noch nicht. Ich würde die Hälfte von unserem Fertigeisen vielleicht einschmelzen. Also dieses Nicht-Roheisen. Ja, ich weiß. Alteisen. Ja. Nicht-Roheisen. Ja, weißt du, was ich meine. So. Nein, weiß ich nicht. So, die 75 sind ja hier wahrscheinlich. Oh, dauert das Länge? Nö. So, wo liegt denn unser guter Amboss? Kannst du mal gucken. Ist der hier? Ist er nicht? Wir hatten schon einen gefunden, oder? Die Amben sind hier. Zwei Stück haben wir. Hau mal einen in die Schmiede rein. Die Amben. Amben. So. Dann haben wir hier noch Eier. Kann ich noch ein bisschen Speck machen? Ja. Meine Lieblingsmahlzeit. Eier mit Speck. So. Und dann sind wir doch tatsächlich ein Stückchen weitergekommen, die Folge. Ich muss mal gerade gucken, was hier. Oh, 3 Skillpunkte habe ich noch. Wo haue ich die denn am besten ran? Brother, you've been a few fights and can hold your own. Craft poor quality knuckle weapons. Heavy armor. Das klingt sinnig. Zack. Und dann müsste ich immer noch nicht. Meine Güte. Fortitude Level 5. Für Level 3. Machine Gunner. Da hat er ewig. Hast du ihn hier auf den Boden geschmissen? Achso, Piniensaat. So. Dann brauchen wir geschmiedetes Eisen. Dafür brauchen wir noch Lehm. Kacke.
dann schmelze das so jetzt mal ein. Ich frage mich immer noch, warum ich mit dem Schraubenschlüssel nichts mehr abbauen kann. Kannst du immer noch nicht? Nein, ich hau bloß zu damit. Alter, warum haust du gegen die Tür? Weil ich kann damit nur noch zuhauen und nicht mehr abbauen. Warum? Ich weiß nicht warum. Ja, also eigene Sachen konnte ich damit hier, glaube ich, noch nie abbauen. Ne, Autos und so, ja. Hab ich schon alles versucht. Ich hau einfach nur dumm drauf. Das gucke ich mir mal an. Und selbst wenn, dann kann ich die Dinge doch verbessern. Ne, aber nein, er haut einfach nur kaputt. Zeig mal. Wo ist mein Michi? Komm, wir suchen uns ein Auto. Erstmal brauche ich Holz. Guck mal, ich habe jetzt hier... Pass auf. Also ich hau da auch drauf. Ne? Auf unsere Kisten auch zum Beispiel. Ich kann damit nicht reparieren. Nein, pass auf. Normalerweise, wenn man... jetzt hier ist doch was... Hier ist doch jetzt die Tür kaputt, ne? Normalerweise müsste ich die doch jetzt reparieren können. Nee. Natürlich, wir haben doch früher damit oder in anderen Versionen auch immer mit einem Schraubenschlüssel irgendwelche Sachen aufgewertet. Ne? Man haut jetzt einfach nur noch zu. Warum? Verstehst nicht. Man kann nicht mehr reparieren. Gar nicht. Was ist das? Jetzt musst du dir extra wieder so einen beschissenen Zimmermannshammer holen oder was? Ja, macht ja auch Sinn. Für jede Arbeit das richtige Werkzeug. So, jetzt muss ich wieder Holz holen. Scheiße, nee, Holz. Ich hab Holz hier. Achso. Dann hole ich einfach nur so Holz. Wie geht? Aber da vorne steht ein Auto. Ja, das solltest du abbauen können. Wo hast denn das Auto, ihr Wupsnitz? Ach, da. Oh, das klingt aber so, wie es klingen soll. Tatsächlich. Nein. Wie nein? Das Spiel kann sich irgendwie nicht entscheiden. Entweder baut er einmal ab und haut dann zu und haut zu und baut wieder ab. Hä? Also irgendwas läuft hier quer. Sag mal her, ich komme mal rüber. Ja, das Auto ist weg. Achso. Das ging ja schnell. Ja, das war bloß noch so ein Skelett. Hier steht noch eins. Jetzt bin ich die Zeit kaputt. So. Lauf, mein Junge. So. Hello, Sidan. So, also ich kann jetzt ganz normal abbauen. Mach du mal. Ich hau's kaputt. Tatsächlich. Und jetzt nimmt der. Machst du manchmal Power-Attack? Nein, ich drücke bei mir R2. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Das ist die Auseinanderbautaste. Auseinanderbautaste? Mit dem Schraubenschlüssel. Echt? Normale Attacke halt mit anderen Waffen. Genau, normale Angriffstaste. Nee, komisch. Also bei mir funktioniert es einmal frei. Ja, also ja, hier hau ich auch nur drauf. Ne, also da ist es ganz normal Waffe. Aber warum kann man dann auch nicht mehr damit aufwerten? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich nicht gewollt. Tüdü. Ist unsere Tür erstmal wieder heile. Pack mal den ganzen Scheiß wieder weg und dann ist die Zeit tatsächlich auch rum, Minion. Wir haben jetzt über eine Stunde tatsächlich schon, ja. Meine Güte. Zeit verfließt. Aber immerhin, wir haben eine Forge. Ist doch schon mal schön. Können wir da schon geschmiedetes Eisen fertig machen? Warum hast du die jetzt ausgemacht? Ja, ich habe mein Holz da reingelegt. Achso. So, machst du ein bisschen Schmiedeeisen? Schon alles drin. Das klingt gut. Dann, was brauchen wir noch? Mechanical Parts. Uns fehlt ein... Bevor du deine Zuschauer jetzt hier mit dem Inventar langweilst, moderier ab.
Ja, nee, viel schlimmer ist, ich habe vorhin ein Mechanical Part liegen lassen. Und das fehlt jetzt. Für die Werkbank. Glaube, ich habe sowas noch irgendwo. Nervig. Nervig. Nein, hast ja recht, bevor ich mit Inventar nerve. Ist auch, weißt du, du bist hier der Social Media Club Scheiße, Alter. Ich habe sechs Mechanical Parts. Sehr gut. So, auf jeden Fall. Tschüss, liebe Zuschauer. Ich bin voll raus jetzt. Danke, Michi. Danke, danke, danke. Ne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Sonntag. Euer Ragnar Bertholdsson und euer. No budget nerd. So sieht's aus. Reingehauen.